Ja, kommen wir als nächstes zum externen Auditor. Da haben wir schon gehört, das nennt man dann ein Third-Party-Audit. Ja, wenn da also einer von einer Zertifizierungsgesellschaft kommt, der also dann in bestimmten Abständen mindestens jährlich bei mir auftaucht und da alleine oder auch mit Co-Auditoren einen Audit durchführt. Ja. Der hat in der Regel eine noch höhere Unabhängigkeit als der interne Auditor, weil den sehe ich ja in der Regel nur ein, zweimal im Jahr vielleicht auch. Ne? Und dieser externe Auditor geht letztendlich genauso vor wie auch der interne Auditor. Auch der hat eine Vorbereitungsphase, wo er also einen Auditplan erstellt, auch wo er auch Abstimmungen vornimmt mit den jeweiligen Abteilungen, Bereichen und Prozessen, die er in den nächsten Tagen vielleicht bei mir auditiert. Der macht natürlich auch die Audit-Durchführung gemäß vielleicht einer Checkliste, die sich vorbereitet. Der wird im Audit verschiedene Methoden anwenden, indem er dort also mal am grünen Tisch mit uns diskutiert, indem er mal Dokumente prüft, indem er mal vor Ort geht dann auch und sich anschaut, ob die Mitarbeiter auch so praktisch ihre Arbeit verrichten, wie wir das eigentlich vorher auch geplant und vielleicht auch dokumentiert haben. Ja, der schaut nach, ob die Ergebnisse auch denen entsprechen, die wir uns über die Ziele erarbeiten wollten. Ne? Der wird auch nachher natürlich ein Abschlussgespräch führen mit der obersten Leitung und vielleicht noch ein paar anderen Beteiligten. Der wird also auch einen Auditbericht erstellen auch, der auch in der Regel über mehrere Seiten geht und auch Konformitäten und Nichtkonformitäten anhand von Auditnachweisen gesammelt hat. Ja, und der wird also versuchen auch, wenn er gut ist, ihre Firma über vielleicht eine mehrjährige Beziehung auch auf ein höheres Niveau zu bringen. Ne? Der wird also auch vielleicht für Sie eine Art Coach sein können. Unter guten externen Auditoren verstehe ich, dass das eigentlich selbstverständlich sein müsste. Erlebt man vielleicht nicht immer so in dieser Form auch. Manchmal sind die auch ein bisschen defensiver, dass sie sagen, wir prüfen jetzt hier, ob die Anforderungen erfüllt sind, ja oder nein. Aber sowas wie Doppelarbeit oder Mehrarbeit, das wollen wir jetzt nicht unbedingt hier uns anschauen. Das ist dann Ihre eigene Sache, liebes Unternehmen auch. Ne? Da sind die internen Auditoren vielleicht manchmal noch ein bisschen besser in dieser Richtung, auch weil die natürlich auch ein großes Anliegen haben, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo es sowas nicht oder nur wenig gibt dann auch. Ja, ja, externer Auditor kommt von einer Zertifizierungsgesellschaft. Der darf aber auch jetzt nicht überall Audits durchführen. Der wird in der Regel auch freigeschaltet für bestimmte Branchen. Ja, vielleicht nur für Maschinenbau, Elektrotechnik. Darf aber dann nicht auditieren im Bereich vielleicht Pharma oder Medizintechnik, weil, können Sie sich lebhaft vorstellen, der interne Auditor, wenn der auditiert, der versteht schnell alle möglichen Abkürzungen, versteht auch die Kundenwünsche auch, weiß auch, sag ich mal, welche Erwartungen da vorliegen. Der externe Auditor, wenn er jetzt aus ganz fremden Bereichen kommt, muss dann vielleicht bei jeder dritten Sache nochmal nachfragen, was damit gemeint ist und. Deswegen ist gut, wenn er ein bestimmtes Fachwissen mitbringt, ja. Das heißt, er wird in der Regel für bestimmte Branchen freigeschaltet und wird dann auch nur diesen Branchen auditieren, sodass er da also auch fachlich zumindest grob auch ein bisschen mitreden kann auch. Das ist eigentlich ein Vorteil. Ja. Externe Auditoren, ja, die nehmen Sie normalerweise, wie sie kommen. Die werden von der Zertifizierungsgesellschaft an Sie angetragen. Es kann mal sein, das ist aber jetzt eine Ausnahme, dass Sie mit dem nicht zufrieden sind, ja, mit der Art und Weise, wie er auditiert. Das dürfen Sie nicht an Abweichung festmachen. Also Sie können nicht einen Auditor ablehnen extern, weil er Ihnen zu viele Abweichungen verpasst. Da sagt die Zertifizierungsgesellschaft, ja, netter Versuch, aber das ist nicht unsere Aufgabe, da jetzt einen anderen Auditor bereitzustellen, der weniger Abweichungen formuliert. Aber es kann natürlich sein, dass er sehr unverhältnismäßig vorgeht oder dass der externe Auditor eine gewisse Unbefangenheit oder Befangenheit mitbringt. Und dann kann es auch mal sein, dass sie den vielleicht sogar auch ablehnen. Das ist aber jetzt wirklich eine Ausnahme und die muss auch begründet sein auch. Und dann wird die Zertgesellschaft Ihnen einen anderen Auditor praktisch zur Verfügung stellen in dem Moment. Natürlich hat der externe Auditor auch noch ein paar, ja, vielleicht ein bisschen mehr formelle Dinge zu bewältigen auch. Das heißt, der muss natürlich auch einen sauberen Umgang pflegen mit der Zertifizierungsgesellschaft, aus der er ja kommt. Auch dieser externe Auditor, wenn er einen Auditbericht macht, da gibt es in dieser Zertgesellschaft immer noch mal so eine Art Mentor, der den auch noch mal querliest, diesen Bericht, ob der also auch formell okay ist. Dann wird ab und zu mal von der deutschen Akkreditierungsstelle, von der DAX, auch jemand vielleicht kommen, der dann auch mal bei dem externen Audit dabei ist, nichts sagt, den ganzen Tag zuschaut und abends mit dem Auditor bespricht, ob er das Audit nach bestimmten DAX-Regeln, auch Zertifizierungsregeln letztendlich, Auditierungsregeln auch durchgeführt hat. Also auch der externe Auditor unterliegt praktisch einer Art Überprüfung, ob er sowohl fachlich als auch formell, als auch vorgangstechnisch, sage ich mal, einigermaßen sauber den Akkreditierungsregeln folgt dann auch. Und das ist auch in Ihrem Sinne als Kunde, weil Sie als Kunde ja diese Dienstleistung eingekauft haben. Und dann erwarten Sie ja, dass Auditoren, egal von wo die kommen, externe, dass die eigentlich in ähnlichen Situationen auch ähnlich vorgehen und auch
dann auch zu einer gleichen Bewertung auch kommen. Was Sie nicht gerne haben als Kunde ist, wenn Sie sagen, oh, also der Auditor, der hat aber gesagt, das ist überhaupt nichts hier und der Auditor macht da, sagen wir mal, eine Riesensache draus auch, dann sagen Sie, wenn die Auditoren da schon unterschiedlicher Meinung sind, wie sollen wir denn dann das einschätzen können? Und deswegen ist es wichtig, dass auch Auditoren extern immer wieder auch überprüft werden bezüglich ihrer Vorgehensweise. Das ist also da vielleicht etwas schärfer als bei internen Auditoren der Fall ist. Ja, das vielleicht kurz zum Thema externe Auditierung.